Willkommen zurück im lauten Space Engineers. Schaut mal, hier ist eine einzelne Kugel. Scheint voller Gold zu sein. Die werden wir uns jetzt mal abernten. Da haben wir noch Iron, Iron, Iron. Gold kann man eigentlich nie genug haben, ne? Oder setzen wir uns mal einen Punkt rein, das ist nicht verkehrt. Gold. Ich glaube, Gold haben wir jetzt momentan erstmal genügend im Schiff. Liegen wir noch ein Stückchen drum rum, um mal zu schauen. Was hier noch so anzeigt. Bisschen Iron, ein bisschen Eis. Er scheint hier wirklich nicht zu sein. So, gut. Dann gucken wir noch zu dem darüber. Da hängt auch noch mal so eine kleine Kugel dran draußen bei dem anderen. Das tun wir uns natürlich an, ne? Weil, wie gesagt, diese kleinen, das sind irgendwie wirklich immer die interessantesten. Ich habe bis jetzt auch noch nicht wieder gereloggt, um zu schauen, ob das jetzt mit dem Sauerstoff funktioniert. Wir fliegen jetzt hier erst einmal rüber. Schauen uns mal den Klumpen hier oben an. Der gehört hier nämlich irgendwie mit zu dem Asteroiden. Unten hängt auch noch mal einer. Oh, schauen wir noch mal. Nickel und Silber. Sieht doch gut aus. Nickel, Silber. Dankeschön. So, dann lenkt man kurz nach unten. Gucken wir mal, was da noch drauf ist. Auf der kleinen Kugel. Wir haben auf jeden Fall Eis. Und Iron. Uran. Uran. Nickel, Silber. Machen wir noch Uran dazu. Ich glaube, das war doch diese Position, oder? So. Wieder ausgeblendet. Diesen können wir uns auf jeden Fall mal noch rausschürfen. Das sieht einfach klasse aus. Die Lichtschäder haben da noch so ihre Probleme, würde ich sagen. Wir haben da auch gerade ein Problem. Dadurch, dass die Lichtschäder nicht ordentlich geht, sehen wir so wenig. Drehen uns mal um uns selbst.
Fliegen dann mal rückwärts wieder raus. Geht irgendwas kaputt? Bei dem Lichtgeflacker kriegt man ja echt Augenkrebs. Hammermäßig, wie das ausschaut. Ich bin mir da immer wieder begeistert drüber. So, sind wir raus. Ich glaube, dann nehmen wir doch noch, stechen wir trotzdem noch mal kurz in das Kobalt rein. War, glaube ich, hier unten. Langsam. War das nicht hier? Wann? Außer die Dreherei bitte macht mir ihn ja beschucke. War ja nicht das Uran. Ach, Uran. Kobalt. Blind bin ich auch noch. Aber alles halb so schlimm. Fliegen wir erstmal raus hier. Das war hier auf der Außenseite, ne? Weiß gar nicht mehr. Hab's vergessen. Das war hier auf dem Kleinen, ne? Genau, wir tauchen hier den nochmal rein. Nickel, Silber, nee. Muss doch da drüben gewesen sein. Bin ich jetzt dämlich oder so? Liegst dann zugenäht?
ist das Uran. Okay. Aber das andere habe ich jetzt verpeilt. Bin blind. Aber macht nichts. Wieder. Eigentlich eine schöne Stelle hier, wo wir vielleicht ein bisschen am Schiff bauen könnten. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, wieder das Eis rausholen, die Steine rausholen. Dann haben wir 10k. Also müssen wir einmal einen Container bauen. So, während der dann ein paar Sachen herstellt, werden wir mal allgemein noch ein paar Sachen herstellen, die wir so standardmäßig gebrauchen können. Ich glaube, davon brauchen wir weniger, aber auf jeden Fall hiervon. Ein bisschen Solar können wir bauen. Ich glaube, da haben wir schon was, aber egal. Da stellen wir auch mal noch 1000 Stück her. Und dann bist du hier drin und stellst mal Stahlplatten her. Und zwar mehr oder weniger endlos. Und schon fliegen einem die Ohren ab. Hilfe! So, wir brauchen interne Panzerung. Wir brauchen davon was. Wir brauchen davon was. Kleine Rohre, Klauserohre und die Metalljuriste, glaube ich. Ein paar Motoren. Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Wir probieren mal. Die 5. War es die 5? Jawohl, die 5 was. Anzeige! Geht das nicht ohne, Mensch? Inas? Wo ist er denn? Da ist er. So. Bist du schon drüben? Du bist drüben. Geh weg. Geh weg da. Wie kann da mehr rauskommen, wie ich reingetan habe? Kann mir das irgendeiner erklären? Zwölf Stück. Macht Sinn. Fliegen einen echt die Ohren ab. Das ist unglaublich laut. Gefällt mir überhaupt nicht. So. Da wir jetzt in den nächsten Minuten, Stunden des Bauens die Geschütze hier hinten nicht brauchen. Einmal das mal umlagern. Okay, wir müssen das Geschütz deaktivieren. Fördersystem nutzen aus. Die wieder neu auf, einen links, einen rechts.
müssen einen Bypass legen. Wir müssen einen Bypass legen. Die benötigen interne Panzerung. Warte mal. Wir können das ja direkt hier tun. Moment, das machen wir noch anders. Wir brauchen einen Sortierer. Den können wir dann nämlich jedes Mal an- und abschalten, würde ich sagen. Nee, nochmal weg. Ich hätte den gerne gedreht, bitte. Genau. Und ich hätte den gerne in Rot. Herstellungskomponenten. Genau. Und dann brauchen wir hier 1, 2, 3. Ich habe doch gerade Herstellungskomponenten eingestellt. Brauche ich da wirklich so viele? Das ist ja Wahnsinn. Naja, Computer. Rohr klein und Computer. Rohr klein und Computer. Whitelist. NATO-Munition. Weiß ich gar nicht welche, die da glaube ich, ne? Und die Raketen, weiß ich gar nicht, wie heißen die? Raketenbehälter. Raketenbehälter auch hinzufügen. Genau, dann sollten die jetzt laden. Inventar, Raketen, er lädt und das andere ist die Gatling, lädt auch, perfekt. Also bewegt sich da was, aber alles schon, alles okay, alles ist gut. Raketenturm und Gatling, das aus. So. Dann haben wir jetzt die Bewaffnung erstmal verlagert. Boah, ey, da fliegen ja echt das Gehirn weg. Aber den Grundstein für das neue oder das erweiterte Schiff, das sehen wir bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.